Ja, das ist schon Stil, ne? Was wie im Weltraum hier. Das heißt, hier hat sich schön einer rein verbarrikadiert. iPhone hatte der Herr hier schon. Der hat ja gar keinen Beweismittelzettel dran. Ja, das gut. Ist schon so voll. Du musst halt wissen, bald ist legal. Wie geht das? Das ist ein absoluter Wahnsinn, der Bau. Ich möchte nicht wissen, wie viele Anlagen es noch gibt, die noch nicht hochgenommen wurden. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video am Freitag. Exklusiv mal wieder mit Dr. Urbex. Dr. Urbex. Was passiert hier? Dr. Urbex. Hier wurde Anfang gebaut. Ich weiß nicht, ob hier noch was passiert. Okay. Vielleicht finden wir noch was. Werden wir sehen. Wir sind an einer Location, wo es tatsächlich mal gebrannt hat. Nein, gebrannt hat es hier nicht. Also wir sind an einer alten Diskothek. Irgendwo nirgendwo in Camp Lindford. Und ja, dieses Ding stand halt ewig lange her und dann hat sich ein schlauer Unternehmer gedacht, hier baue ich eine Grasplantage rein. Aber ich glaube, die wurde tatsächlich zwischenzeitlich schon hochgenommen. Ja. Heuhasser. Wirklich mit einem Ball, der ist ja ewig zu das Ding. Ja. So. Das war's, ne? Mit dem Video. Zugemacht, wo die Plantage drin war, das war vorher nicht. Echt? Ich denke mal Eigenschutz, Selbstschutz oder sowas. Die haben die hochgenommen? Jo. Wann? Vor 2 Jahre her. Echt? 2 Jahre richtig her. Tamtam hier? Jo. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Seit wann ist die Disco hier zu? Boah, das Ding ist schon los, seitdem ich ein Kind war. Und da du so ein Ding der 90er bist, war das, ist das schon in den 90er geschlossen? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht ganz, aber halt wo ich klein war. Muss ja, ja. Was ist hier im Berg, oder? Wie bitte? Im Berg? Ja, irgendwo ist hier ein Erbstollen, wurde mir auch gesagt. Den habe ich aber leider noch nicht gefunden. Hast du schon was gesehen, oder was? Nee, hast du schön schon die ganzen Blumenlinge? Ja, das ist doch direkt, ey. Die Lüftungsanlage nachträglich eingebaut hier. Die ist auf jeden Fall auch nicht. Die ist jetzt nicht 30 Jahre alt. Der Töpfe hat hier genug drin liegen, ne? Ja, ich guck mal. Also bald ist ja legal. Ich nehme auf jeden Fall, ne, meine 3 Töpfchen darf ich ja, ne? Okay, sehr gut. Habt ihr den Eingang gesehen oder was? Ja, aber da sieht man, dass der Eingang schon ein bisschen da ist. Ja, hier jetzt soll irgendwo noch ein Erdstollen sein. Schornstein oder so. Ein alter Eingewachsener. Oder was ist das? Wir sind jetzt hochgekommen. Ja. Ganz, ganz vorsichtig. Hä? Da an dem Ding. Das ist ja gemein hier. Boah, ja, was sag ich? Ich bin für sowas. Was hab ich dir gesagt? Wie witziger wird's, dass da wieder Dicke hier hochkommt. Ja. Oh, das ging aber, ne? Das geht super. Okay, cool. Ja, auf dem Dach. Ja, du musst anlaufen, aber links. Maroden Dach, links, links hoch. Oh. Was ist das für ein Bau hier? Was haben die sich dabei gedacht? Ach, guck mal. Ah, das haben die sich dabei gedacht. Achtung, Leute, haltet euch fest. Schön. Da geht das schon mal los hier. Ja, wenn das nicht mal so ein Indiz dafür ist, dass hier gleich irgendwas Spannendes zu finden ist. So, hier ist die Holzdecke. Entschuldigung. Ja, ist gut. Hier ist wofür die Holzdecke. Geh mal hier rüber, Alter. Wenn du hier drunter gleich bist, dann willst du hier nicht stehen. Gefährlich? Ja. Ja, aber die Frage ist, warum stehen hier so viele Töpfe? Was macht man denn damit? Man pflanzt die Dinger neu an und dann gibt man einen Topf ab, wenn einer kommt? Oder wie läuft das? Ja, Topfschlagen vielleicht. Ja, also auf jeden Fall ist das ein gutes Lager gewesen hier. Selbst nochmal ein Vordach zusammengeschustert. Das gab's ja hier nicht, weil das ja eigentlich das Dach ist und dann eine Abfahrt. Kannst du bitte ein bisschen vorsichtig laufen und nicht so viel quatschen. Was soll hier passieren? Ich hier, bitte. Die Blume! Soll ich vorgehen? Ja, nochmal. Du musst das hochhalten. Ist das neu? Hier, zu? Nein, nein, nein. Wollen wir das auch machen, die Decke, ne? Findest du? Ich will hier am Schaffeln. Das ist ein richtiges Abenteuer hier gleich. Ja gut. Soll ich die Kamera annehmen? Ja, nehmen wir die Kamera. Da gibt es schlimmere Dinger, ne? Boah, das tut weh am Rücken. Oh. Ja. Oh, ja, doch, geht aber. Ja, aber komm, da ist was. Das ist eine massive Holztreppe hier. Also wenn die mal kaputt geht, das glaube ich jetzt eher nicht so. Die hat irgendwo schon gebrannt da vorne. Ja, sehe ich. Stimmt. Ja, gut, okay. Ja, hier oben. Guck mal, ich kann es auch hier anfangen. Ja. Mal gucken. Also, alte Diskothek. Sieht aber so ein bisschen aus wie Hotelbereich hier oder Privatbereich. Zimmerchen, Badezimmer, großes Badezimmer, Wohnzimmer. Großes Wohnzimmer. Richtig großes Wohnzimmer hier. Leute, krass, schön, verrückt. Ja, was geht da noch? Hier ist gut. Kommt da direkt, oder was? Nee, aber sie haben hier die Abluft. Ist noch durch die Decke gebohrt, alles. Krass. Wenn ich sag mal Abluft, dann läuft hier der Anwohner vorbei und riecht da natürlich, je nachdem wie der Wind steht, ne?
dann weißt du schon, wo der Hase langläuft. Interessant. Vor allem, wenn das Ding halt im Winter auch immer warm ist. Hat auf jeden Fall Abluft und hier aber auf jeden Fall Ansaugung. Und das Netz war hier früher drüber. Okay. Damit die... Krass, ey, kostet ja auch Geld hier so eine Lotte. Ja, weiß nicht. Ja, doch. Coole Bude. Große Bude auf jeden Fall. Gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt erstmal die Horrortreppe hier hochgehen. Ich geh erstmal oben gucken, was hier passiert. Hier ist, oh, hier ist Dachboden. Dachboden ist immer spannend. Das war ungefährlich. Ja, ich war doch mal da. Ich war doch nie wieder oben. Ja, ey, mach das nicht. Ey, die fällt hier runter bei dir an der Ecke. Die ist ganz locker hier unten. Mach das nicht. Tritt mal da drauf, guck mal. Die ist fest. Ey, das haben wir auch. Ich soll Video machen, Mann. Das hält. Ich bin oben. Wo ist der Stuhl, der immer auf so einem Dach steht? Ist nicht da, Leute. Schöner großer Dachboden, aber Besen rein, das Ding. Also hier passiert ja absolut nichts mehr. Das ist ja schon wirklich zusammengefegt alles. Nur immer die Kabel sind da, also das ist auf jeden Fall hier oben nicht. Ist schon eine heiße Nummer hier, ne? Passt da jetzt ja auch. Wer da? So, hier ist doch ein neues Geländer dran. Was soll denn da dran passieren, ey? Das ist doch safe. Ja, go. Wo geht's jetzt hin? Verrückt. Ja, muss irgendwann kommen, muss eingeladen. Ja, hier, in dem war ich noch nicht drin, da war ich auch noch nie. Wo soll ja hier nur dieser Erbstollen sein? Erbstollen. Ja, gut, das ist vielleicht auch nicht besser, ne? Nein, oh, da liegt auch wieder so ein Dingens. Da sind Tanks, Wassertanks. Den Bereich habe ich hier noch gar nicht gesehen. Guck mal, Leute. Ein IBC-Fass. Da hast du so ein paar große GFK-Tanks. Ja. Das ist auf jeden Fall schon fertig, das Gebäude. Boah. So. Keller. Erdgeschoss, riecht nach Feuer. Das haben die Kinder mitgezahlt, den ist schon. Boah, riecht hier nach Feuer, warum? Nee, ich weiß gerade auch nicht, was hier passiert ist, aber ne, oh, ist noch alles so wie vorher. Hier ist übrigens die Decke, wo wir gelaufen sind, ne? Okay. Oh, ja, Leute, ich glaube, das kriege ich auf der Kamera gar nicht drauf. Das ist einer von vier, ne? Ja, das ist schon Stil, ne? Das hat Stil, das Ding. Guck ich dir die Dinger verschraubt da oben für die Lampen? Die Abluftrohre? Legale Blumen, ne? Legale Blumen, natürlich wohlgemerkt. Was wie im Weltraum hier. Merkst du das? Ich riech schon den Geruch hiervon? Nee, du? Ja, geh mal nach vorne zur Tür. Ach so. Nee. Wasser. Boah, geil, das ist ein schwarzes IBC-Fass. Das ist super. Das ist Dingens, UV-beständig für draußen. Kannst du Wasser reinfüllen. Das ist unfassbar teuer, das Ding. Aber da muss ja auch jemand hier erstmal reingekriegt haben. Ja, gut, lasst klar jetzt nicht, aber ist relativ sauber. Alter. Krass, ey. Guck mal, hier haben sie den Fan und den Kühlschrank. So eine kleine Hütte gehabt. Ja. Das heißt ja auch logisch, dass dann hier immer eine Person vor Ort geblieben ist, weil das natürlich Werte waren, die jenseits von Gut und Böse waren. Das heißt, hier hat sich schön einer rein verbarrikadiert. Auf so eine dicke, alles zugemacht? Ja, auf einer dicken Matratze. Hier hast du einen Gaskocher gehabt. Ja, dann hast du noch ein paar tolle Essensdinger gehabt. Und was für ein Ladekabel? Was ist das für ein Ladekabel? iPhone hatte der Herr hier schon. Ist ein Traum. Also das war mal eine Diskothek, ey, das ist ja total, was ist das? Das ist ein Aufkleber von der Spusi. Echt? Ja. Da stand eigentlich auch mal so eine Tasse rum. Die stand hier drauf, da war so ein Aufkleber. Irgendwie. Aufkleber von der Spurensicherung, ja, aber warum macht man denn da? Ja, komplett einmal neu alles reingezimmert. Ne? Hm. Ja, und die ganze, die haben Halle in die Halle gebaut. Richtig crazy, was die eigentlich gemacht haben, ne? Halle in die Halle gebaut. Irgendwo lag noch eine Tüte mit verschlägt, aber ich weiß gar nicht, wie die lag. Weg, mitgenommen. Das kann nicht gut sein. Boah, vor allem die Durchmesser der Rohre, ey, das guck mal, das auch für einen Stil hat. Das ist ja mehr als professionell. Hm. Was meinst du, was das gekostet hat, das erstmal hier so zusammenzuschustern? Ja, und was die dann nachher rausgeholt haben, ne? Wobei, haben sie ja nicht rausgeholt. Doch, ja klar. Die haben sie ja nicht direkt hochgenommen nach der ersten Nummer. Die sind auch schon, glaube ich, ein paar Aktionen gelaufen, würde ich sagen. Allein der Verteiler da oben, das kostet ja auch schon Geld. Alles professionell zugemacht mit Panzerband, dass das schön dicht ist. Also hier waren Leute am Werk, die da konnten. Kälte-Klimatechnik einkommen lassen. Hier. Was habe ich letztes Mal, hat er mir gesagt, jede Kette ist eine NDL, eine so eine komische Leuchte von denen. Ne? Echt? Kannst, das kannst du irgendwie ausrechnen mit irgendeiner Form. irgendeiner von deinen Zuschauern weiß bestimmt,
wie viel Watt man pro Gramm rauskriegt. Wie viel Gramm man pro Watt rauskriegt. Ist das so? Weiß ich nicht. Leute, okay, schreibt es in die Kommentare. Der Sascha hat absolut keine Ahnung von der Materie. Ich muss das wissen, weil das ist legal. Wie geht das? Ja, das ist auf jeden Fall nicht legal, würde ich sagen, oder? Findest du das legal? Ja, also ich finde das in Ordnung. Das haben die direkt am Anfang erwischt oder waren die hier schon ein paar Jahre? Weiß man auch nicht, ne? Das weiß ich nicht. Also die haben die nicht sofort erwischt. Die waren auf jeden Fall irgendwie 3 oder 4 Tage hier am Ausräumen. Wie gesagt, ich hab das ja mitgekriegt. Ja. Ne? In Kamp-Lindfort. Ja, unfassbar, was in Kamp-Lindfort alles gibt. Vor allem, du musst ja aber erstmal in dem Ausmaß die Scheiße hier ankarren und hier reinkriegen. Das ist ja unfassbar viel. Vor allem, du musst ja die Dinger, wo bestellt man denn so? Du holst jetzt auch nicht bei dem Bauhaus, oder? So eine XXL Winterfußmatte. Was hast du da? Was sieht man dabei? Das ist Außenwand. Ja. Da haben die einmal alles neu reingezimmert. Mit oben alles abgedichtet. Ja gut, da hat es damals auch noch kein Geld gekostet vor Corona, ne? Das ist klar. Die haben aber alle Fenster. Guck mal, komplett zugemauert, komplett. Jedes Außenfenster ist zu. Ja. Vor allem die riesen Rohre hier, die Lüftungsrohre. Schade, dass ihr nicht mehr diese Master-Lüftung habt. Was ist das für eine Folie? Das ist cool, ne? Die ist super dick. Das ist schon was Massives, das ist keine Alufolie. Also ich sag ja, die hatten das schon professionell im Hinterkopf hier. Hier war auf jeden Fall auch einer dauerhaft drin, da siehst du ja einen komischen Aufenthaltsraum vorne, ja. Der war safe dauerhaft hier. Ja, ich würde mein Schätzchen jetzt auch nicht allein lassen, wenn ich so ein Ding hätte. Das heißt also, wenn man sich das jetzt nochmal ausmalt, wie hat das hier wohl ausgesehen? Kannst du bei der Kriminalpolizei anfragen, ob die dir ein paar Fotos schicken davon, als sie hier reinspaziert sind. Du meinst also, diese Kästen sind dann... Du siehst doch hier, guck mal, da stehen immer die einzelnen Töpfe drauf. Du siehst doch die Töpfe hier. Dann stehen die alle da drauf. Alle daneben. Ich weiß nicht, ob das natürlich, weiß nicht, was das für ein Raum ist. Ob das jetzt Anzucht ist oder was. Ich weiß, auf jeden Fall ist das alles für ein automatisches Bewässerungssystem, ne? Mhm. Weil die stehen dann irgendwo bis hier unten immer drin. Im Wasser und die ziehen automatisch nach, wenn die was wollen. Okay, und dann stehen die wahrscheinlich in der Reihe hier drin und dann. Ja. Weil mittig ist ja immer relativ frei, hier hängen ja keine Dingens dran. Diese komischen. Ja, wo kommt der Strom denn her? Das möchte ich jetzt auch mal sehen. Im Keller unten ist angezapft gewesen. Kannst du auch sehen. Doch. Muss ich mir angucken. Das ist ja sensationell. Also im Internet haben die geschrieben, da war Baustrom angezapft, aber im Keller ist unten auch angezapft. Also Baustrom und Keller war angezapft. Ey, sogar hier mit Dämmschutz-Dingsbums, Noppenschaummatten, ey. Richtig teuer, die Dinger. Und wenn dann die Officers kommen, was machen die dann? Dann ziehen die jetzt jede Pflanze aus dem Topf raus und packen die dann in den Sixpack-Bus, oder? Dann schneiden die ab. Die kappen die. Ja, dann nehmen die da den Strauch mit, oder was? Die schneiden die einfach nur ab und dann nehmen die alle mit, ne? Ja. Hier nur Lüfter. Ja, eine Abdeckung von einem normalen Ding, aber das war jetzt nicht der Lüfter, das Lüftungssystem hier von dem super riesengroßen Rohr, ey. Das sieht aus wie ein Weltraum. Das ist unglaublich, ey. Ich meine, ich finde die Lüftungsrohre geil, ne? Ja. Premium-Dinger sind das. Cool. Hier war auf jeden Fall Anzug. Hier sind die ganzen Nummern an der Wand. Da standen hier die ganzen Stecklinge und da war Anzucht hier. Und dann, je nachdem, wie weit das war, ging die wahrscheinlich im Stadium nach hinten größer, weißt du? Was heißt denn die 24? Ja, das sind wahrscheinlich die einzelnen Pflanzen, die hier standen. Alle Stecklinge. Was ist denn ein Steckling? Das ist ein Steckling. Kennt sich gut aus. Verdächtig. Ich weiß von nichts. Wie lange saßt du eigentlich für die Aktion? Lang? Ich hab damit nichts zu tun. Okay. Ja, cool, okay. Also, theoretisch eine alte Diskothek. Ist praktisch auch immer noch irgendwie eine Diskothek. Man sieht jetzt keine einzige Lampe mehr hier, kein DMX-Kabel hängt hier mehr. Und wir sind jetzt in diesem Haupt, ich sag mal Main Floor, keine Ahnung, Dance Floor. Und in diesem Dance Floor, in dieser großen Halle, die bis da hinten geht, hat man dann halt hier nochmal einen Kasten reingebaut. Und der war dann letztendlich die Zucht für Drogen. Geil, ey. Richtig gut. Da waren mehrere Räume, da hinten ist ein Raum, hier ist ein Raum. Das ist halt ein Ausmaß, das ist schon groß. Ich kann mir vorstellen, wenn man nicht sofort hochgenommen wurde von den netten Leuten mit dem Sixpack-Bus, die euch die Pflanzen abgeschnitten hatten, dann war das auch bestimmt so ein Millionengeschäft. Ja. Wasser ist da drin. Ja, ja. Ja, das gut. Ist voll. Ja, vor allem, da muss ja auch irgendwie reinkommen hier. Also, da kann er. Dass das keiner gemerkt hat, dass hier auf einmal IBC-Fässer von der schwarze Fass, das kostet Schweinegeld. Das sind auch die neuen hier als Kripo-Ding. Aha, das hatte auch was damit zu tun. Das ist das IBC-Fass, das Beweismittel, okay. Das hätte ich auch als Nicht-Kriminal-Oberkommissar so gesehen. Ja, hier riecht das auf jeden Fall nach Feuer. Hier ist auch die Decke weg. Ja, hier hat er doch mal gebrannt. Ja, hier hat es gebrannt, aber nachträglich. Nachträglich? Nochmal, das war bei mir letztes Mal noch nicht. Ja, okay. Also nicht um Spuren verwischen zu lassen, haben die hier das Ding angezündet, sondern das hat halt einfach jemand angezündet, weil er sich gedacht hat, so okay. Das war die Folie, ne? Ja, guck mal, ja. Das wollte ich gerade sagen, weil hier war alles voll eigentlich. Hier war auch alles schwarz an der Decke. Warum war die verschnitten? Die hatten die Hühner genau. Das ist so verrückt einfach. Ich möchte nicht wissen, wie viele Anlagen es noch gibt von diesem Stil hier, die noch nicht hochgenommen wurden. Toilettenbereich.
Und hier ist die Decke schon ultramarode. Nichts mehr. Also hier liegen so ein paar Pflanzenreste noch auf dem Weg. Ja, hm. Der gute Schlauch hier. Ja, war wahrscheinlich zum Wasser holen. Na gut, der liegt schon ein bisschen länger hier, ne? Achso, hier. Auch schon. Wie gesagt, das war angezapft. Wieso steht denn so ein Ding hier drin? Jemand gekauft hat, der es renovieren wollte, der hat dann Baustrom angemeldet, hat sich hier lange nicht drum gekümmert, und hat sich eingenistet. Und hier, was geht hier noch? Nichts mehr. Boah, hier ist auch der Boden total ich sag, komisch. Guck mal, nach einer blauen Tüte mit. Achso, ganz viele. Irgendwo geht zwar Verschnitt noch. Mhm. Verschnitt. Was ist Verschnitt? Ja, ganz alles Blumenerde hier. Bitte? Pflanzenerde. Ja. Schön, schön angekarrt hier. Im blauen Säck. Ach du Scheiße, geht das denn noch weiter, ey? Ersatzfensterchen noch hier. Ich hoffe, ich wieder gemacht. Der Sack ist weg, der ist echt abgestützt. Hier geht's nichts mehr. Also hier passiert gar nichts mehr. Gucken wir mal, ist das auch Erde nur hier, der Sack? Ja. Sicher? Ey, dann hat den einer mitgenommen, ich höre. Ja, jetzt bist du neidisch, ne? Jetzt bist du wild, ne? Wo ist dein Gras? Was willst du damit? Weiß ich auch nicht. Also derjenige, der mitgenommen hat, den gönne ich auf jeden Fall viel Spaß daran. Der wird high, wenn er den ganzen Sack weggeraucht hat. Was willst du mit dem schimmeligen Gras, was hier schon ein Jahr drin liegt oder so? Boah. Boah. Ja, für mich ist halt so die Frage, aber das stellen die Zuschauer auch ziemlich häufig, wie so läuft in so einer Bude noch der Strom? Es gibt, glaube ich, so ein Gesetz, ich habe das so ein bisschen nachrecherchiert, dass der Stromanschluss grundsätzlich liegen muss. Man kann den Zähler rausnehmen, aber laut deutschem Gesetz muss der Strom immer anliegen am Gebäude. Das können die nicht komplett ablegen und sagen von der Straße aus Tschüss, sondern nur ab Zähler wird dann abgestellt. Den hast du gesehen? Den ganzen Dümmer? Der hier oben steht? Ja, das ist immer. Der hat ja gar keinen Beweismittelzettel dran. Was soll das denn? Haben die den übersehen, den Haufen? Abgeschnittene Stecker? Hm. Die Superlutte, der Gardena Schlauchaufroller. Also das hat richtig Kohle gekostet. Allein das schon mal diese Infrastruktur hinzukriegen. Aber ich hoffe, dass der Punkt wird. Das ist jetzt dein Thema. Wo ist der Sack? Ja. Geht downstairs, Leute. Nochmal in den Keller rein. Was erwartet uns hier? Was ist das hier? Alarm, Warneinheit. Wofür? Netzstecker nicht vom Netz trennen? Hauptalarm? Was ist das denn? Ah, Gas wahrscheinlich. Gasanlage. Wow, richtig alter geiler Kohlenkeller hier noch. Richtig cool, Leute. Früher hat man ja sehr häufig mit Kohle geheizt. Ich weiß, die Kohle ist vielleicht nicht mehr die Zukunft, aber im Ruhrgebiet ist das so ein klassisches Ding. Da gab es spezielle Kohlenkeller und hier seht ihr das schön. Hier ist die Kohle dann reingefahren. Man hat außen die Kohle dann einfach reingeschöpft und die ist dann hier runtergefallen. Und letztendlich wurde die dann hier so ein bisschen in die Ecken gekarrt. Richtiges Gewölbe hier, richtig cool. Und was passiert? Was ist hier? Wo ist der Strom? Ja, du hast selbst gebaut. Echt? Professionell. Ja gut, der Keller ist hier so ein Dingenskeller, ne? Für Getränke? Ja, hab ich auch. Wahrscheinlich? Ja. Keller, ne? Ach du Scheiße. Nee, ne? Ich würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt anfangen. Alter, ich guck gerade, wo die hingehen. Ja, da müsst ihr oben noch mal gucken. Also hier gehen auf jeden Fall zwei Erdkabel. Hier, das ist der eigentliche der Hausanschluss gewesen hier, ja, da, genau. Die Leitung. Und darüber die beiden, die sind nachträglich. Die sind nachträglich gekommen. Die kommen aber auch tatsächlich aus der Straße. Also die kommen ja irgendwo, nee, die kommen nebenan aus einem Raum. Da müssen wir mal gucken. Aber ja, das ergibt irgendwie gar keinen Sinn hier, diese Holzplatte, weil das ist ja nur ein Abgang. Der kommt ja von oben runter. Beziehungsweise die anderen beiden gehen ja nach oben. Aber auch das ist ja professionell gemacht. Also da hat sich ja auch einer Gedanken gemacht. Ist ja auch nicht illegal geklaut jetzt hier den Strom, so in dem Sinne, dass man sagt, man macht das mal eben, sondern man hat sich ja was dabei gedacht mit der Platte, mit der Erdungsschiene, mit dem Pennen, das macht Sinn. Also das ist schon eher professioneller, so wie oben halt auch der Ausbau ist. Richtig gut. So, was passiert hier? Hier ist nochmal mehr. Ah! Ja, da ist er abgelegt. Aber den kannst du mal aufmachen. Ja, mach mal. Und jetzt? Da ist Strom drauf. Und zwar ist nämlich hier, das hat mich nicht abgestellt von dem Betreiber, von den Stadtwerken, weil hier, das ist so ein Gesetz, dass auf dem Bereich immer Strom sein sollte, beziehungsweise es sei denn, die haben an der Straße am Trafo das Ding abgenommen. Aber hier sind 1, 2, 3, 4 Ankommende. Theoretisch genau das ist Leiter 3. Da vertut man sich nämlich gerne mal, weil der blaue ist nämlich gar nicht der Nullleiter in dem Fall, sondern Phase 1, 2, 3 plus Erde. Und dieser Nullleiter wird ja erst im Schrank generiert. Das ist eigentlich, ja, ein klassisches Ding. Das heißt, die Schiene Nummer 1 würde, keine Ahnung, dahinter sitzen die jeweiligen Schienen. Und da saß die Sicherung drin und die haben ja quasi dann
von hier aus direkt aufgelegt, hier durch, deswegen sind die Dinger offen, sind auf ihre Dingens gegangen, auf ihre Beinverteilung und haben dann so mit den Strom gezogen. Sicherung wieder reingedrückt, also wenn ich jetzt die Sicherung reindrücke und hier die Kabel wieder anschließe, habe ich automatisch wieder Strom. Schade, ich hätte keinen Stromprüfer dabei, hätten wir testen können. Aber ja, da ist auf jeden Fall 400 Volt drauf. Ne? Wenn du das Ding anpackst, dann stehst du halt nicht mehr auf. Direkt am Fenster, wo du Wasser von außen reinrutscht, auch geil, ne? Scheißegal. Hm? Ist nicht schlimm? Ja, ist scheißegal. Ding wieder da rein, der sich ja ein bisschen beschädigt jetzt der Bereich hier einmal, aber ich sag mal, ja, verrückt, 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 ey, was ne Bude. Wahnsinn, ey. Licht geht hier nicht mehr, ist nichts mehr da, aber die Glühbirne ist noch da. Jetzt müsste ja theoretisch, also wenn ich mir den Baustromverteiler oben angucke, kommt ja oben, Bierglas? Nee, warum? Da liegen ganz viele. Ich glaube, kommt oben auf jeden Fall die Dingens an. Die, schlag mich tot hier, die neue Erdleitung. Was dann in dem Fall wieder ein bisschen unprofessioneller ist, weil normalerweise legt man keine Erdleitung bis zum Stromverteiler oben. So, nee, da lang nochmal. Hoppla. Oh, gucken wir mal. Wo ist er denn? Irgendwo kam das Kabel hoch. Da, wo der Verteiler steht. Hier ist ein Gummikabel dran an dem Verteilerblock. Hier ist ein dünnes Gummikabel, aber das macht keinen Sinn, weil die Kabel ja nach oben gehen. Also die gehen irgendwo anders rein. Irgendwo, wohin? Warte, geh mal geradeaus. War das hinten? Okay. Irgendwo kam doch der Kamin hoch. Muss da irgendwo Kamin sein? Kamin. Was hat der Max gesehen? Irgendwo lag hier auf jeden Fall ein Kabel. Lag hier noch Kabel? Ja, oder ich hab nicht geguckt. Ich meine, hier lag ein Kabel. Das kommt irgendwo aus dem Boden, auf jeden Fall. Muss ja. Zwei dicke, fette, starre Leitungen. Ja, wenn er nicht getan hat. Guck mal, hier ist der Kamin. Ich glaube, der Schacht war da irgendwo. Das ist auf jeden Fall der Kamin, würde ich sagen, die Ecke, wenn er da auch ist. Ist er da auch, ne? Ja gut, ist jetzt auch egal, auf jeden Fall kam der Strom hier oben an. Die haben den Strom gezockt, hat erstmal keiner gemerkt, weil Stadtwerke merken die sowas ja theoretisch nicht. Und praktisch, ja, hat man halt eine lange Zeit. Ich glaube, die haben hier schon ein paar Mal abgeräumt und wurden dann hochgenommen. Also ich glaube nicht, dass die direkt am Anfang hochgenommen wurden. So, die sind wahrscheinlich ein bisschen größenwahnsinniger geworden und haben immer weiter ausgebaut und irgendwann dann, ha! Jetzt hab ich dich. Ich hab die Tüte gefunden, aber die ist leer. Was für eine Tüte? Aber die ist leer. Da war das Zeug drin? Ja, aber das ist eine Folge, das verschwindet sich ja noch nicht mit das. Jetzt ist schon einer mitgenommen. Wasser. Das ist da voll mit Dings da unten runter, Dünger. Ja, ist auch Dünger drin, Wasser drin, Maggi. Verrückt. Geil. Ja, Leute, ne? Ich würde sagen, was haben wir hier? 600 Watt HPS-Lampe. Zumindest noch ein Leergehäuse. Boah, das hat Strom gefressen wie Scheiße, der Bau hier. Ich sag euch das, da hing nicht nur eine Lampe von. 600 Watt Gasentladungslampe, Tageslicht ähnlich. Hoho. Verrückt. Die Mega-Plantage. Wahnsinn. Wenn wir hier durchgehen. Spektakulär, tatsächlich. Auch wenn ich noch nie in meinem Leben Drogen konsumiert habe, tatsächlich. Aber finde ich das echt bemerkenswert. So, welche Energie man hier reingesteckt hat. Welche kriminelle Energie hier geflossen ist. Das ist ja absoluter Wahnsinn, der Bau. Alles voller Drogen. Zumindest mal gewesen. Aber ich glaube, wenn du sowas machst, dann musst du auch Liebhaber sein. Das machst du auch, weißt du, das ist ja Gärtner richtig. Das ist ja richtig Arbeit, die Scheiße. Das ist meinst ja du? Eben, das ist nicht mal eben, du stellst hier Pflanzen rein, die kommen alleine oder so. Da musst du dich richtig drum kümmern, ne? Mhm. Da hast du Parasiten oder so eine Scheiße. Da kannst du alles kriegen, ne? Willst du also, dass die jetzt noch unterstützen bei dem Aufwand? Ich habe gerade auch gesagt, ich habe ja noch nie Drogen in meinem Leben konsumiert. Du sicherlich ja natürlich auch nicht. Nein. Aber das ist schon ein Meisterwerk, ne? Also da muss man schon sagen, da ist ja schon viel Geld reingeflossen hier und auch so durchdachte Dinge. Und das ist ja auch nicht billig gebaut, wenn du überlegst, dass die ganzen Lutten hier, die haben die extra mit diesem komischen Klimaband abgeklebt, dann hier die ganzen durchdachten Dinger, die hier hängen, wo überall eine Lampe dran hing, dann diese selbst begießenden, berieselnden Teile da, das ist schon cool. Ja. Gärtnerei. Hat nur leider nicht funktioniert. Gärtnerei für kriminelle Handlungen, aber es hat nicht funktioniert. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem kleinen Video. Der Bereich, der hier noch aktiv ist, den können wir euch leider nicht zeigen, deswegen muss ich jetzt die Kamera ausmachen, mir erstmal einen durchziehen. Nein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Was sollen die Leute jetzt beantworten? Wie das funktioniert? Ja. Du hattest ja irgendwie noch eine Frage, ne? Du weißt... Ich brauche den Masterplan für gutes Gras. Masterplan für gutes Gras? Nee, genau. Haltet die Ohren scharf, schreibt ein nettes Kommentar, lasst ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, wir sind noch im Dunkeln. Bist du wieder öfter dabei vielleicht? Vielleicht. Vielleicht holen wir den Hansi auch mal dazu wieder. Die Leute fragen, wo ist mit den Hansi? Der Notrufmann. Aber der ist im Altersheim aktuell. Ist der? Hm.
Was passiert? Ist vergesslich. Oh, auch der älteste von uns. Nein, aber vielleicht ist der mal wieder dabei. Also bis bald. Tschüss.